Gerade weil es zum einjährigen Geburtstag von Sea of Thieves besondere Belohnungen für die Legenden gibt, die es im ersten Jahr geschafft haben, wollt ihr jetzt bestimmt noch schnell Legende werden, wenn ihr noch keine seid. Ich gebe euch dafür ein paar hilfreiche Tipps in diesem Video. Viel Spaß! Starten wir erstmal mit einem Basic-Tipp, den ich sowieso jedem Spieler geben würde für Sea of Thieves. Spielt mit einem eingespielten Team. Das hilft nicht nur beim Schiffskampf, sondern man kann das Ganze auch besser koordinieren und damit hat man deutlich weniger Zeitverlust. Also, keine öffentlichen Spielen beitreten, sondern sich eine eigene Crew suchen. Und wenn du noch eine Crew brauchst, dann komm doch gerne auf unseren Discord, denn da gibt es immer Leute, die Bock haben zu spielen. Außerdem würde ich euch empfehlen, eine Galeone zu nehmen, denn das bedeutet, dass 4 Leute auf dem Schiff sind. Das heißt, doppelt so viele wie auf einer Schaluppe sein können und nochmal einer mehr als auf einer Brigantine. Und mehr Leute bedeutet natürlich auch Hilfe beim Suchen, beim Kämpfen, beim Fangen und einfach dadurch viel schnellere Durchführung der Quests. Außerdem ist es gerade in diesen Tagen hilfreich, Allianzen zu formen. Dann hat man nämlich verschiedene Schiffe, die Quests machen zur selben Zeit und man bekommt 50% von dem Erfolg, den die anderen machen. Und somit schreitet man natürlich deutlich schneller voran. Also, sucht euch eine Flotte am besten aus mehreren Schiffen und macht alle anständige Quests. Beachtet auch auf jeden Fall die normalen Raids, denn diese bringen euch in allen Fraktionen eigentlich ein sehr gutes Stück voran für die Zeit, die ihr dann tatsächlich auf dieser Insel verbringen müsst. Auch zu empfehlen sind bereits Athenas Reisen. Die bringen euch schnell in allen Fraktionen voran, bringen außerdem noch Athenas Segenlevel und auch wenn ihr dafür eine Legende braucht, ist das Ganze nicht besonders schwer zu finden. Ihr habt außerdem noch die Option, eine Legi in Devil's Roar zu machen. Da habt ihr zum einen kürzere Wege und somit weniger Möglichkeiten auf diesen Inseln, wo die Aufgaben sind, also vielleicht sogar mehrere Aufgaben auf einer Insel und sie bringen natürlich auch das Doppelte an Geld und Erfahrung. Ihr könnt natürlich auch alle Quests generell in Devil's Roar machen. Die bringen dann den doppelten Ertrag, was XP und was auch das Geld angeht. Das würde ich aber je nach Eignung des Teams entscheiden. Denn wenn ihr bereits eingespielt und erfahren in Devil's Roar seid, geht es da wahrscheinlich schneller und bringt eben mehr Geld als in der normalen Welt. Wenn ihr aber noch nicht eingespielt und nicht erfahren seid, dann seid ihr, glaube ich, in der normalen Welt schneller. Scheut euch auch nicht, einfach mal Quests wirklich abzulehnen und eine neue aufzulegen, nur weil euch die Verteilung nicht passt oder die Belohnungen auf einer Insel nicht passen. So könnt ihr die Strecken zwischen den Inseln minimieren, ihr habt also vielleicht kürzere Wege und ihr könnt natürlich auch darauf achten, wie viele Schätze, wie viele Skelett-Captains oder wie viele Handelsmissionen ihr habt. So würde ich zum Beispiel keine Insel unter 6 Schätzen anfahren, nicht weniger als 4 Kapitäne und auch nicht gerade wenige schwarze und goldene Tiere, aber auf die würde ich mich auch konzentrieren. Außerdem habt ihr noch die Möglichkeit, euch Level zu kaufen. Und dafür braucht ihr diese Dublonen, diese blauen Sachen, die es neben eurer Währung auch noch gibt. Die bekommt ihr in Events, also spart diese Dublonen vielleicht und kauft erst die letzten Level. Also nicht früh einsetzen, so bei Level 30 oder so, sondern macht es wirklich, wenn ihr mit diesem Kaufen dann Pirate Legend werden wird, dann macht das, aber früher macht es auf keinen Fall, weil es jedes Mal genau um ein Level steigt, egal bei welchem Level man sich befindet und die späteren Level natürlich mehr XP brauchen. Das waren jetzt alle Tipps, die ich euch so direkt mit auf den Weg geben kann. Habt ihr noch Tipps, dann schreibt die doch gerne mal unten in die Kommentare und helft den anderen Leuten dabei, schnell noch Piratenlegende zu werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mehr Sea of Thieves News, Gameplay, Tipps, Livestreams und Spekulationen sehen willst, dann abonnier doch gerne meinen Kanal, denn hier findest du immer neue Informationen rund um Sea of Thieves. Wir sehen uns wieder auf dem Weltmeer, wenn der Wind wieder richtig steht. Ahoi!